Stimmt. Ja. Es ist schön, wieder hier zu sein, Leute. Hi, Freunde. Ich weiß nicht wieso, dass ich aufgehört habe mit YouTube. Ich versuche das Ganze auf einem Niveau zu gestalten, auf dem es sich lohnt, einzuschalten. Hi, Freunde, was geht ab? Willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Also eigentlich nicht neu, doch eigentlich neu. Aber diesen Kanal gibt es schon lange. Ich war kurz auf Eiszeit, aber jetzt bin ich wieder da. Bin wieder da. Auf jeden Fall, Leute, kennt mich out. Kennt mich die meisten von Spotlight von Nickelodeon. Ich habe euch Fragen zur 5. Staffel von Spotlight gestellt. Und ihr wart fleißig, ich habe mir einige Screenshots gemacht. Und ja, Leute, ich bin noch die kein iOS 14 hat. Ist es das 14, was so komisch aussieht? Aber ich habe mir jetzt hier so ein paar Fragen rausgesucht und die werde ich euch jetzt stellen. Mir werde ich die stellen. Ja. Erste Frage. Wie lange müsst ihr drehen? Unterschiedlich. Also wir kriegen eigentlich immer einen Tag vor dem Dreh eine Dispo und da steht eigentlich drin, wie viele Stunden man dreht und wie viele Szenen. Unterschiedlich, aber meistens so ist man, also meistens ist man 7 Stunden am Set. Sicherlich, ja. Gibt es Szenen, die für dich unangenehm waren? Unangenehm nicht wirklich, nein. Weil das liebe ich ja am Schauspiel, man kann sich so richtig zum Obst machen und so richtig bedeppert sein und so. Von dem her gibt es jetzt keine Szene, wo ich dachte, oh mein Gott, bitte nicht. Aber es gab zum Beispiel eine Szene, die Kussszene mit Richard. Das und den genau. Die war schon ein bisschen unangenehm, weil es war meine erste Kussszene. Ich musste den küssen und eigentlich war nur so ein Bussi geplant, aber es ist dann doch mehr entstanden. Also nein, nicht so entstanden, aber es sah halt nicht brav aus, sagen wir so. Wie findest du die Rolle von Lotte in Spotlight? Ich mag Lotte. Also, keine Ahnung, ich mag Lotte irgendwie. Die ist so wild und so zappelig und so ein bisschen so wuschig und hier und da. Von dem her, ich finde Lotte cool. Ich mag die total. Ein liebenswerter Mensch. Was findest du, ist das Besondere an der neuen Staffel von Spotlight? Ich glaube, dass wieder neue Leute dazu gekommen sind, obwohl die meisten von euch, habe ich mitbekommen, feiern das nicht Sprachfehler. Ich habe auch mitbekommen, dass einige von euch das gar nicht feiern, dass immer neue Leute und alles ganz schnell ersetzt wird und so. Aber es ist halt für uns Schauspieler ein bisschen fresh, wenn so neue Leute ansetzt, kommt so, ey yo. Ja, aber einfach schauen. Plus, wir haben ja auch einen Hund jetzt neu mit am Start. Das ist auch was Besonderes. Kann man die irgendwo nachschauen, wenn man nicht Fernsehen darf? Du darfst nicht Fernsehen, du tust mir leid. Schon mal das Erste. Und zweitens, ja, ich kann euch unten in die Beschreibung einen Link reinpacken, wo es scheinbar die Folgen haben soll, genau. Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube auch auf der Nick-App kann man die nachgucken. Und die 4. Staffel ist jetzt auch auf Netflix, also gönnt euch. Wieso gibt es nur 35 Folgen? Weil ich dich als Schauspielerin sehr gut und die Serie auch. Boah, dankeschön erstmal. Durch die ganze Corona-Situation. Es waren ja eigentlich geplant, dass wir 93 Folgen wieder drehen, aber durch die ganze Situation, die es hat, oder die es gab, war es halt dummerweise not possible. Hast du einen Crush auf jemanden? Wenn ja, wer? Nein. War es schwierig zu drehen wegen Corona? Real talk. Wir mussten 2 Wochen in Quarantäne. Bevor dieser Quarantäne hatten wir einen Corona-Test. Und dann mussten wir 1 Woche in Quarantäne. Nach dieser 1 Woche mussten wir nochmal einen Test machen gehen, um wirklich sicher zu gehen. Wir alle waren negativ, also konnten wir drehen. Und es war halt so, man musste Maske am Set tragen. Hier dann mit Abstand bei den Komparsen. Und wir haben trotzdem versucht, dass es cool aussieht und jetzt nicht gerade so befremdlich wirkt. Von dem her, ja, es war anders. Die Situation war anders mit den Regisseuren und alles. Es war anders. Wie lange dauert der Dreh? Wir haben jetzt die 5. Staffel haben wir nur 2 Wochen gedreht, da wir ja nur 35 Folgen haben. Von dem her war es ein ganz knapper Dreh und halt noch die Vorbereitungswoche, also 3 Wochen waren wir in Berlin für ja, Spotlight. Gibt es wieder ein Liebesdrama? Leute, ihr kennt Spotlight, ohne Liebesdrama geht nichts, also jo. Was ist passiert mit deiner Freundschaft mit Mats? Ich habe ihn abserviert. Es tut mir mega leid. Machst du viele Fehler am Dreh? Eigentlich nicht. Bin jetzt hier am Start, mache mal auf Superstar. Mein Name geht klar, einfach nur Gesina. Vielleicht nenne ich mich bei Queen of Business. Wie gesagt, ich finde mich auf gar nicht abgehoben. Nein. Ab und zu
hat man einen Texthänger, das ist, glaube ich, auch komplett normal oder manchmal ein Lachflash, bist du auch außerhalb gut mit Mike befreundet. Ja, Leute, Real Talk. Jetzt geht's los. Mit Mike bin ich jetzt nicht befreundet, weil... Lotte, Greta oder Emily. Also... Hey, wärst du mal wer? Hä? Und Lotte, Köln. Same. Sehr langweilig. Das darf ich nicht sagen, oh mein Gott. Wer ist deine beste Kollegin, besten Kollegen? Leo Tokio. I love him. Den habe ich da auch kennengelernt und so. Und wir sind immer noch... Boah, ich liebe ihn. Tim Francis, mit dem verstehe ich mich auch gut. Leute, ich schneide dieses Video hier gerade im Urlaub. Und mir ist aufgefallen, dass der Schluss fehlt. Das wäre eigentlich das Ende gewesen von diesem Frage-Sticker-Zeug. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, was ich noch alles sagen soll. Sorry, dass jetzt die Abmoderation so ist, aber ja, egal. Viel Spaß.